Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen Altkräuter sammeln gehen im Sumpf. Und das ist aber so dunkel, ich gehe mal irgendwo lieber pennen, dass es wieder hell ist. Hier kommen wir doch rein, oder? So. Nutzt doch das Bett. Nutze es! Oder nicht? Was damit? Den kann ich benutzen. So, bis nächsten Morgen. Hey, raus aus meiner Hütte! Raus hier! Ja, ich geh doch schon raus. Ich geh doch schon raus hier. Du weißt ja doch, was gut für dich ist. So. Wollt jetzt keinen Spritz haben? Ein neuer Tag und nichts hat sich geändert. Wir rennen da. So, dann gehen wir mal in Richtung Sumpf. Altkräuter sammeln. Im schlimmsten Fall müssen wir die wieder irgendwo kaufen. Obwohl ich hier richtig im Sumpf war und noch nicht unterwegs. Da gibt's auch noch ein paar Viecher. Ja, Mann, was ist das? Kommen wir gegen das da an. Essen wir mal ein bisschen Reis, um die Gesundheit wieder voll zu kriegen. Aber da sind einige hier Blutfliegen, die können wir uns gönnen. Und auch noch mal ein paar Erfahrungspunkte auf jeden Fall. Und auch noch mal. Jo. Dass wir eigentlich noch gar nicht hier im Sumpf unterwegs waren. So. Kommt her. Ich mach euch alle. Okay. Der kommt davon raus. Okay. Also. Können wir dessen Dinger hier. Sumpfhai, oder wie ist er jetzt nochmal genau? Sumpfhai war schon, glaube ich, schon richtig. Was ist mit denen? Den da hinten. Die sind wahrscheinlich hier auf der Suche nach den Heilkräutern. Ah, Sumpfkraut. Heilkräuter. Sumpfkraut. Heilkräuter. So. Was macht ihr hier? Wir sammeln das Sumpfkraut, das unsere Brüder dann zu Rauchwaren verarbeiten. Es ist ziemlich gefährlich, im Sumpf zu sammeln, aber das Zeug wächst nun mal nur hier. Ist auch gut so. Warum? Weil dann die beiden anderen Lager nicht rankommen. Wir sind die einzigen in der Kolonie, die Sumpfkraut ernten können. In den beiden anderen Lagern können wir es tauschen und wir bestimmen den Preis. Ah, okay.
abzurutschen. Ich bin schon hier an der Grenze, okay. Weiter komme ich jetzt nicht, jetzt muss ich aber was fressen. So. Gönnen wir uns mal ein bisschen Reis. Oh, herrlich. So geht's aber auch. So. Da haben wir wieder ein paar Blutfliegen. Und da haben wir wieder so einen Sumpfhai. In dem. Nee, bitte nicht. Ah, nein, ich komme da nicht ran. Ich will da ran. Bitte jetzt nicht ertrinken. Neu hier, bitte. Aufstehen. Steh auf. Oh nein. Nein. Kann jetzt nichts machen. Oh nein. Gegen den komme ich nicht an. Die alle darf ich jetzt noch einmal machen. Ein Stück da nicht. So. Und noch den. Was macht ihr hier? Wir sammeln. Es ist. Warum? Weil da in den. Vorsicht, ich will da rankommen. Okay. Ich will an das da rankommen, ich brauche das. Ja, wir gehen eh gleich drauf. Wahrscheinlich. Jetzt bin ich tot. Okay, an dem komme ich nicht so einfach ran. Muss ich von woanders mal suchen. Und an den ich drankomme. Warum ist der aber auch so blöd? Ah, hier haben wir welche. Hier haben wir sehr viele. So, die nehmen wir mit. Bei dem ist nichts los. Können das hier alles abluten. Wenn wir nur wegen diesem Sumpfhain da aufpassen.
So, nehmen wir mit. Sind aber auch viele. So, nehmen wir auch noch mit. Gegen die will ich jetzt nicht kämpfen. Sind aber auch ein paar viele. Schon wirklich sehr, sehr viele von denen. Nein. Ich hoffe, der lässt mich in Ruhe. Hier muss ich nämlich vorbeikommen. Solange hier so viele Sumpfeile sind. So, habe ich denn jetzt genug an Heilkräutern? 16, das wird passen. Das wird reichen. So, Sklavenbrot, Sklavenbrot und Sklavenbrot. Hier haben wir noch ein paar, die Sumpfkraut sammeln. So, ich hoffe, dass was ich hier jetzt sammle, wer ist denn das? Ein Balor. Okay, der hat wahrscheinlich dasselbe Thema wie der Balor oder Bila oder wie der jetzt hieß. Wer ist denn das? Wer bist du? Ich bin der Guru. Ich bin der Guru des Sumpfes. Meine Diener nennen mich Baal Netbek. Diener? Ich sehe keine Diener. Sie sind hier überall. Die Bäume. Sie wandern und springen und tanzen. Ach so. Na, ich gehe dann mal wieder. Warte, du kannst mir helfen, diesen Sumpf in eine gigantische Blumenwiese zu verwandeln. Fang am besten schon mal damit an. Ich komme dann später wieder. Ich glaube, der Kerl bringt mich nicht wirklich weiter. Ja, glaube ich auch. So, und wir sind jetzt schon mal wieder im Sumpflager. So. Auf zu Korken da.
Kann ich hier so rüber? Nee. Wir klatschen hier einfach nur gegen. Also kann ich da jetzt nicht hoch. So, auf zu Koanga. So, wo ist denn der beste Weg jetzt von hier aus, wo ich bin? Am besten hier so durch. Jo, wir sind jetzt richtig im Sumpflager. So. Und es fängt an zu regnen. Aber was als für dich? Muss nicht jeder gleich wissen. Nein, nicht runterfallen. So, da wären wir. Ey, Bären war gerade am Stehen, ja? Hallo? Aber behalte es nicht wieder hin. Ich hab gesehen, er tut nur so, als würdest du nicht gut gehen. Ich habe die Heilkräuter für Iberion. Gut gemacht. Als du unterwegs warst, ist Iberion kurzzeitig erwacht. Hat er was gesagt? Ja, er sagte, dass der Schläfer nicht der ist, für den wir ihn halten. Wir dürfen nicht weiter versuchen, ihn zu erwecken. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass es noch nicht zu spät für Iberion ist. Iberion ist tot. Unser geistiger Anführer ist von uns gegangen. Selbst deine schnelle Hilfe konnte seinen Tod nicht mehr verhindern. Was jetzt, Koangar? Ich habe Iberion immer vertraut. Kurz bevor er starb, legte er all seine Hoffnungen in den Ausbruchsplan der Wassermagier. Dann sollten wir die Wassermagier bei ihrem Vorhaben unterstützen. Sie werden den Fokus und den Almanach benötigen. Beides befindet sich noch im Kor Kaloms Besitz. Wo ist Kor Kalom? Er ist mit einigen Templern völlig zornerfüllt aufgebrochen, um einen eigenen Weg zum Schläfer zu finden. Verdammt, wie sollen wir jetzt an den Fokus kommen? Ich schätze, er ließ Buch und Fokus in seinem Labor zurück. Hier ist der Schlüssel für seine Truhe. Einen Moment noch. Ja? Nimm diese Zauberrune als Zeichen unseres Dankes für deine großen Taten. Damit kannst du dich jederzeit schnell und bequem auf unseren Tempelvorplatz teleportieren. Ich danke dir. Okay. Okay, Vedem kann ich jetzt nicht. Schade. So, okay, dann heißt das für uns, wir machen hier einmal ein Save Game und hier auch noch einmal. Die beide gleich auch. Berion ist jetzt tot. Kann ich dann jetzt auch nochmal hier einen Bericht erstatten? Für wen wedelt sie da? Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Ihr werdet eh bald alle von mir erlöst. Zumindest in einem Durchlauf werde ich hier alle bald töten. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Perfekt. Nehme ich alles mit. Gibt Korkalom eh nicht mehr. Ah ne, ich Korkalom. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Gibt's hier auch noch eine Truhe, ne? Ja, hier.
sieht so aus, als wäre es wieder dunkel. Ist es denn wieder dunkel? 11.14 Uhr, ne? Ist noch Tag. Okay. Das heißt, wir müssten jetzt, warte, wenn wir jetzt hier nochmal gucken. Ausdrucksplan des neuen Lagers. Iberon, der geistige Vater der Bruderschaft, ist tot. Möge seine Seele in Frieden ruhen. In seinen letzten Worten legte er alle Hoffnungen auf ein Entkommen aus der Barriere in die Hände der Magier vom Kreis des Wassers. Mein Entschluss steht fest. Ich werde mich ins neue Lager begeben, um den Ausdrucksplan der Wassermagier zu unterstützen. Kor Angar übergab mir den Schlüssel zur Truhe von Kor Aloms Alchemielabor. Darin sollen sich sowohl der Fokusstein als auch der Almanach aus meinem bisherigen Mission für die Bruderschaft befinden. Kor Angar glaubt, dass die Magier aus dem neuen Lager diese beiden Artefakte für ihren Plan benötigen werden. Okay. So, dann muss ich einmal mit den Magiern des neuen Lagers. Beziehungsweise erstmal Korkalons hier Hütte ausbeuten. Das ist ja gleich hier vorne irgendwo. Da. Da oben ist es. Oder? Ne, da oben. Ich laufe ihn vollkommen falsch. Ne, es war von die Seite richtig. Früher wäre genau, das ganz anders gelaufen. Man muss eben aufpassen, was man rum erzählt, du meinst? So, und nach oben. Man darf auch nicht alles glauben, was... War nicht besonders scharf. Lieber über was anderes reden. Kann schon sein. Aber okay, der lässt mich auch einfach rein. Iberion ist nicht da. Kann ich hier mit ihm irgendwie was machen? Auf jemanden. So. Die haben wir dann. Damit können wir nichts machen. Verlass dich ab. War nicht besonders. Wir auch da. Können wir auch da einmal kurz die ganzen Gutfliegen-Dinger da verkaufen? Der hat ja noch jede Menge Erz. War doch klar, dass das ärgert. Muss eben aufpassen. Und so. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich will gut. Es ist wirklich so heiß gegessen. Oder hat er noch was? Nee, da hat er gar keine Herzen mehr. Ich glaube kaum, dass ich das abfinden kann. Irgendwer hatte doch noch Erz, oder? Neun Lager haben wir doch bestimmt noch Erz. Man darf auch nicht alles glauben, was man. Ja gut, aufs neue Lager. Beziehungsweise einen kleinen Zwischenstopp im alten Lager. Und noch einmal Bericht erstatten. Wie viel Herz haben wir jetzt mittlerweile? 5111. Bald gehört uns die ganze Insel hier. Wir sind aber jetzt noch nicht im neuen Kapitel. Wie viel fehlt uns noch für die nächste Stufe? Noch ein bisschen. Okay. Weniger als 3000. Ja, okay, hier springen bringt mir nichts. Etwas Neues lernen lohnt sich jetzt nicht. Meist haben wir ja schon gelernt hier.
Kommen wir eigentlich schon gegen die Orkhunde an? Gegen die Orks kommen wir jetzt noch. Gegen die Orkhunde? Und die Frage, die ich mir stelle, ist, was ist eigentlich das Maximallevel, was man hier erreichen kann? Denn die spawnen ja nicht jederzeit nochmal neu, die ganzen Gegner und so. Sondern die kannst du für eine gewisse Zeit immer nur einmal erlegen und dann sind die weg. Und Seraphis. Seraphis haben wir auch noch da. Stimmt, da oben waren ja die Snapper. Da müssen wir auch noch mal wieder hin. Gegen die Snapper kommen wir ja mittlerweile an. Können wir die ausschalten, gucken, was es da gibt. Dann sammeln wir auch noch die Erfahrungspunkte auch noch mal. Beziehungsweise die Snapper machen wir in der nächsten Folge. Dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.